größten TV-Hits aller Zeiten. Heute die besten Kultserien mit Hella von Sinnen, Richard Chamberlain und mit Dirk Barr. Die größten TV-Hits aller Zeiten. Wir blättern nicht, wir glotzen. Und wir fragen uns, was sind die beliebtesten Fernsehserien der Deutschen? Da gibt es zwei Möglichkeiten, um das herauszufinden. Einmal, man beauftragt Forsa, macht eine Umfrage, das hat RTL getan. Oder man macht es wie ich. Ich habe die Frisur von Kojak übernommen, die Figur von Rosanne und das Brusthaar von Alf. Ja. Und wie es den anderen Prominenten mit ihren Lieblingsserien geht, das erzählen die ihnen selber. Wichtig an der Kultserie ist, dass man ein ganz schlechtes Gefühl hat, wenn man sie nur einmal nicht gesehen hat. Also eine gute Serie ist für einen Straßenfeger. Dallas. Bei Dallas fand man toll, dass dieser JR so unfassbar böse war. Das würde mich interessieren, ob er da seinen Grinser auch drauf hat im Privatleben. Meine absolute Lieblingskultserie war Drei Jungs und drei Mädchen. Bei drei Jungs und drei netten Mädels, da ist immer etwas los. Da ist was los, da ist was los. Kommissar damals mit Erich Ode? Ja, schon. Kojak, der war doch cooler als cool. And Second Baby. Also Miami Vice war natürlich absolut Kult. Also Bonanza habe ich geschaut. Die Olsenbande ist Oberkult. Der Seewolf. Das geht doch. Null Probleme. Yeah, Knight Rider. Die Waltons habe ich geliebt. Drei Engel für Charlie, also dafür bin ich gestorben. Petrocelli. Petrocelli fand ich total abgefahren. Ein Schloss am Wörthersee. Die Lindenstraße. Eine gute Fernsehserie muss die Leute fesseln. Und dann will man sehen, wie es weitergeht. Doch welche Serie ist das Highlight für alle Deutschen? Im Auftrag von RTL hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa 6000 Menschen befragt. Heraus kam ein repräsentatives Ranking. Die 25 beliebtesten Kultserien Deutschlands. Ich könnte mir vorstellen, dass der Columbo, dass der weit nach vorne kommt. Das Cleverle. Die Straßen von San Francisco. Hart, aber herzlich. Familie Schellermann. Mit so eine Liebe. Rauchende Colts. Ich denke, das macht eine Kultserie aus, dass du keine Folge verpassen willst. Sie haben es gehört. Wir haben uns nichts ausgedacht. Wir haben eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben. Und herausgekommen sind die 25 beliebtesten Fernsehserien der Deutschen. Der Deutsche sitzt ja jeden Tag ungefähr 3,5 Stunden vor dem Fernseher. Und bei meinem ersten Gast, da weiß ich, sie liegt die ganze Zeit davor. Hier ist sie, Hella von Sinnen. Die von Sinnen, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja. Gut, pass auf, schöne Serien heute Abend. Ja, bitte. Da sind wir gleich. Und du hast dich in deinen kleinen Star Trek-Overall geworfen, Lieutenant Uhella. Gezwängt. Naja, eigentlich ist es ja die neue Generation, die ganz neue Voyager, weil ich so scharf auf Captain Janeway bin. Und total rattig auf Seven of Nine. Gut, haben wir das auch wieder geklärt. Ja. Oh, ist die geil. Schön. Ja, gut. Es ist eigentlich egal, über welche Serie man mit Hella spricht. Irgendwann landen wir immer bei Sex, aber fangen wir noch mal ganz unschuldig vor 30 Jahren an, als es losging. Mit dem Raumschiff Enterprise, die Mutter aller Schiffe. Ja. Wie war das bei euch? In
in Gummersbach. Ja, das war ein Drama, weil es lief parallel zur Sportschau. Oh. Und mein Vater und mein Bruder wollten die Sportschau gucken und ich wollte natürlich diese Science-Fiction-Kultserie gucken, weil ich von Raumpatrouille Orion ja schon angefixt war und schon damals ein Science-Fiction-Fan war. Und wer hat gewonnen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gab Samstagnachmittage, wo Vater das Auto gewaschen hat und Hartmut zum Handball gegangen ist, weil ich habe einige Folgen sehen dürfen. Dank dem Handball und dem samstäglichen Autowaschtermin. Es gab noch einen anderen wichtigen Fernsehtermin in deinem Leben. Das war, glaube ich, Dienstags, Viertel vor zehn. War es Viertel vor zehn oder Viertel nach zehn? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war Viertel vor zehn. Es war Dallas. Ja. Und ich weiß, unsere Freundin Dada Stiefermann hat mir erzählt, weil wir damals eine Comedy-Truppe hatten, die Stinkmäuse. Wir haben Termine abgesagt, die dienstags stattfinden sollten, weil wir dienstags Dallas gucken mussten. Ja, das ist, können sich nicht viele Leute im Beruf leisten, aber ich meine, wie viele? Ganz genau. Wie viele Freunde hat man wohl damals verloren, als man nur noch Dallas guckte und alles andere ausschaltete? Jedenfalls mich hast du nicht verloren, weil wir waren zusammen. Wir lagen zusammen in den Betten und haben Fernsehen geguckt. Ja. So war das damals. Ja. So war es damals, meine Damen und Herren. Was tippst du? Ja. Bei den 25 Bestplatzierten, also die Top 25. Meinst du, der Enterprise ist da dabei? Muss dabei sein. Kommissar, denke ich. Ja. Ja, Columbo, was Happe eben gesagt hat, denke ich eigentlich auch. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass vielleicht meine Lieblingsserie auch dabei ist. Unsere kleine Farm. Ja, das wäre schön. Aber gelockt, gelockt haben wir dich ja ein bisschen mit Dallas, nicht? Gelockt haben wir dich mit Enterprise vielmehr, mit Dallas. Ja, ihr habt mich mit allem gelockt. Ihr habt mich mit Dallas gelockt, ihr habt mich mit Essen gelockt, mit und, Trinken. Und mit Enterprise. Und vor allem mit Enterprise, weil man hat mir gesagt, ich darf heute beamen. Ja, das ist eine schöne Idee, genau. Obwohl, sowas, warte, kann man, sowas kann man ja nicht beamen. Ja. Hin. Das muss man absaugen, aber wir können es trotzdem versuchen. Also, ich habe ja eben gesehen, es gibt da einen kleinen, ein kleines Scotty-Stühlchen sozusagen. Das ist nämlich schon ein Captain Kirk-Stühlchen, ein Captain Janeway-Stühlchen. Ja. Das ist nämlich meine Kommandozentrale. Okay, und wo muss ich hin? Für dich befindet sich hinter den Kulissen ein Transporterraum. Okay, gut, dann lasse ich meine Karten auch einfach mal hier. Und gehe. Und geh doch mal einfach die Richtung und, wenn und dann rechts. Ja. Und wo soll ich jetzt hin? Hier sind. Oh, es hat sogar das Geräusch gemacht, Hella. Hier sind aber nur Kabel. Ja, und jetzt rechts. Roberto an der Kamera. Ja, und guck mal, da ist doch schon die berühmte Dusche. Ist das schön oder ist das? Wann haben wir denn diesen schönen Transporterraum hier aufbauen lassen? Das ist ja großartig. Da hast du gerade einen Happen gegessen heute bei der Probe, da haben wir das schnell geklöppelt. Ihr seid ja verrückt. Du bist sicher, dass du das kannst, beamen? Ich kann sowas von beamen. Ja, okay, ich bin ein bisschen ängstlich jetzt, aber ich sag dann einfach mal, Heli, Heli, geben Sie Energie. Sei tapfer, Schatz, hier kommt die Energie. Nutzen Sie Ihre Chance auf 5.000 Euro. Wir wollen wissen, auf welcher Insel ermittelt TV-Detektiv Magnum? A. Hawaii oder B. Helgoland? Rufen Sie an 01379 200 400. Den Gewinner geben wir nächsten Samstag im Showfinale bekannt. Dich Scotty nennen? Oh, Mr. Spock, leben Sie lang und in Frieden. Kommandobrücke. Und wir beginnen jetzt live von Bord der Enterprise den Countdown unserer Kultserien. Und zwar von Platz 25 bis 21. Das ist für mich das Allergrößte. Kult, absoluter Kult. Werfer frei! Das ist sinnlos, Cliff! Die sind noch viel zu weit weg!
Lange vor Raumschiff Enterprise kämpft die deutsche Orion im All. Sie kommen! Die Deutschen versuchten, eine Science-Fiction-Serie zu machen, hatten aber kein Geld und mussten sich die Requisiten irgendwie von Mutter zusammen sammeln. Ne? Aus der Badewanne haben sie gestartet, haben diesen Sog hergestellt. Und das Aussteigen aus dem Raumschiff, das war ein Fernrohr, glaube ich, das sie groß abfotografiert haben. Für die Spezialeffekte griffen die Macher auch schon mal zum Wassereimer oder in die Hausapotheke. Ich muss ja auch lachen, wenn ich heute sehe, an vielen Stellen, nicht, wenn wir also da alle so in den Sturm geraten und uns da auf die Seite schmeißen. Nicht. Ihr Auftrag ist, die Erde zu retten. Wir müssen im Bruchteil einer Sekunde von Hyperspace-Geschwindigkeit auf schlafende Energiereserve gehen. Rücksturz zur Erde. Ja, die fand ich komisch. Und nach Feierabend tanzt die Crew den Galyxo. Wie dann so getanzt haben. Ich glaube, dass später John Travolta, seine Trenton, genau das eigentlich aus der Raumpatrouille Orion abgeguckt hat. Das Ganze war doch wohl nur ein böser Traum. Viel schlimmer. Das war Science Fiction. Ein Privatdetektiv auf Hawaii. Sensationell, der sieht so gut aus. So gut sieht überhaupt keiner aus. Der selber sieht ja nicht mal so gut aus, wie er da aussah. Komm. Doch, das fand ich auch. Den habe ich auch gern gesehen. Seine Fälle. Haarig. Haarig. Richtiger Bär. Lebenskünstler Magnum lebt im Dauerclinch mit Hausverwalter Higgins und dessen Hunden. Zeus! Apollo! Das waren zwei so große Doppen. Zwei Dobermänner. In fast jeder Folge heiße Verfolgungsjagden mit dem roten Ferrari. Und dann auf einmal waren wir da im Urlaub und wir sehen da so einen Dreh von dieser Serie. Also wir haben da Tom Selleck gesehen und sogar lustigerweise noch auch seinen Doppelgänger. Also der dann die Stunts gemacht hat, ein Stuntman. Weiß ich nicht, ist schon möglich. Die Leute waren sympathisch und es hat sich keiner ernst genommen. Und das war witzig und selbstironisch. Das hat man nicht oft gehabt. Immer wenn er Pillen nahm, das habe ich auch geliebt als Kind. Was, wer ist denn das? Stanley Beamish, der flog so durch die Luft, aber wie Superman aber waagerecht. Mann, Leute, klasse da draußen, ich könnte den ganzen Morgen so rumfliegen. Eigentlich war das ein loser Typ. Hell? Stanley, was machst du denn da unten? Ich hab's auf der Brust. Oh, ist dir die Batterie zu schwer? Komm, ich helf dir wieder hoch. Seine große Stunde kam immer, wenn er Pillen nahm. Mein lieber Stanley, die Sonderabteilung hat wieder mal einen Auftrag für Sie. Hier sind Ihre Superpillen. Die große Pille hält eine Stunde vor und die beiden kleinen je 10 Minuten. Wenn er Pillen nahm, dann wurde er zu einer Art Superman. Du, Hell? Ja? Ich muss mal schnell weg. Ich bin in einer Stunde wieder da, okay? Ja, okay. Man konnte so mit dem Daumen Nägel reindrücken und solche Geschichten. Man suchte dann als Kind natürlich immer nach Pillen, die einen wirklich auch zum Superhelden machen. Immerhin war er ein Tankwart und er trug hellblaue Overalls. Vielleicht ist das der Grund, warum ich heute noch so gerne Overalls trage. Detektiv Roquefort. So ging immer jede Folge los, das war fantastisch. Na? James Garner haust in einem Wohnwagen und er war der Erste, der einen Antwortbeanrufer hatte. Hier, General Roquefort. Bitte nennen Sie Ihren Namen, Ihre Nummer, ich rufe zurück. Hier spricht Karl, du hast die verdammte Werkstattrechnung immer noch nicht bezahlt. Jetzt baue ich dir den Motor aus. Und so hat er sich dann immer seine Aufträge geholt und wurde irgendwo hingeschickt und hat ihn natürlich elegant gelöst. Hallo, Travis. Der Trick ist nicht schlecht, nicht? Ich bin auch schon ein paar Mal drauf reingefallen. Wurde wenigstens einmal pro Sendung zusammengeschlagen. Hatte aber ungefähr eine Stunde später schon keine Macke mehr. Und der Mann sah toll aus, der Detektiv Roquefort. Es war schon ein toller Mann. Ich bin froh, dass ich dir gefallen. Er war ja eigentlich ein Loser.
spinnst du? Was soll denn das schon wieder heißen? Durch Detektiv Rockford haben wir auch gelernt, was der normale Tagessatz eines Detektivs in Amerika war. Nämlich $200 am Tag plus Spesen. 200 pro Tag plus Spesen. $200. Plus Spesen. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise. Raumschiff Enterprise fand ich schon sehr, sehr schön. Das war eine absolute Kultsende. Wenn ich Raumschiff Enterprise verpasst habe oder so, dann war ich krank. Wir verlassen den Orbit, Mr. Zulu voller Kraft. Voraus, Warp 1. Logbuch der Enterprise, Captain Kirk. Sternzeit 3842,3. Commander Kirk. Die Geschichten in den fernen Galaxien, die haben mich sehr interessiert. Jeden Samstag fanden die ein anderes schwarzes Loch oder neuen Planeten. Phaser of Betoy. Da war das natürlich Kult, auch mit diesen ganzen Hauptfiguren. Spock. Mr. Spock fand ich gut. Faszinierend. Und Pille war dabei. Lieutenant Uhura. Und Scotty. Scotty, was ist mit der Energie? Wenn ich die Impulstriebwerke jetzt zu hart zünde, reißt es uns womöglich die Hose vom Hintern. Beamen. Die konnten beamen. Aktivieren. Das Wort beamen oder wegbeamen oder so weiter ist ja in den Sprachgebrauch übergegangen. Ne? Wie grüßt man bei Ihnen auf dem Vulkan? Wenn man so sagt, hallo du Sackgesicht auf Vulkanisch, dann macht man so. Da kriegt man ja Muskelkater. Vulkanier waren ja auch schon so halbe Chiropraktiker früher. Ne? Weil die dann ja immer, die konnten ja den vulkanischen Griff, das ging einfach nur so zack, ne? Hier so oben irgendwie rein, einem und oh, oh. Ich habe das auch immer versucht, habe bei allen rumgedrückt, aber am Ende musste man doch in die Fresse hauen. Ich glaube, das reicht jetzt. Da sind wir wieder! Wo Helly gerade dabei war, hat sie gleich Mr. Spock mitgebeamt. Ich freue mich, Sie auf unserer Brücke begrüßen zu dürfen. Mr. Spock. Ja. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Faszinierend. So ist recht. Das sollte ich hören. Aber das haben Sie zu Hause jetzt wahrscheinlich nicht gemerkt. Ich verrate Ihnen einfach, ist es nicht der echte Mr. Spock. Spocky, was ist Ihr richtiger Name? Was machen Sie sonst? Mein Name ist Willy Wiegand. Ich bin Bibliotheksangestellter in Frankfurt in der Deutschen Bibliothek. Und wie wird man Mr. Spock? Oh Gott, da ging es mir wie Heller. Also ich bin seit 1972 Fan und bin dann 1996 in einen Star Trek Fanclub eingetreten. Und so bin ich in die Szene geraten. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, du siehst aus wie Mr. Spock. Wir waren ja eben noch Millionen von Lichtjahren entfernt, ja. Im Siegerland. Ja. Und da macht ihr all diese schönen Sachen. Also ihr dreht dann Film. Also ich glaube, wir können da jetzt mal reingucken, wie diese kleine Enterprise-Brücke, wo wir eben noch standen zusammen. Da, genau. Ihr habt das alles selber aufgebaut. Ja. Und macht da einen Film? Oder spielt Szenen für euch nach? Wir drehen einen richtigen Spielfilm. Der wird etwa 90 Minuten dauern. Oh. Das ist ein Fanfilm von Fans für Fans produziert. Guck mal, das ist das berühmte. Das sah von hinten jetzt doch ganz anders aus. Unser nächster Held, meine Damen und Herren, hat weder Hawaii-Hemden gebraucht, noch Ferrari. Und er hat schon gar nicht mit Phaser gegen Aliens gekämpft, sondern im Talar gegen seine Gefühle. Holen Sie die Taschentücher raus, hier kommt Platz 20. Pater Ralph und seine große Liebe. Mehr als 20 Millionen fieberten mit. Wenn die Dornvögel liefen, hatte ich 2 Stunden frei und konnte in eine Kneipe gehen. Weil bei uns zu Hause nichts angesagt war. Es gab nichts zu fressen, nichts zu trinken. Die Gardinen wurden zugezogen. Maggie, ich brauche kein Andenken an dich. Jetzt nicht. Und niemals. Ich denke auch so an dich. Richard Chamberlain als Priester. Der die Liebe seines Lebens trifft und sich entscheiden muss. Was tust du mir an? Was würdest du mir antun, wenn ich dich ließe? Das war ja der absolute Straßenfeger damals. Fand ich super gut, super gut. Also da durfte man auf keinen Fall eine Minute verpassen. Maggie, wir müssen ein Ende machen. Mein Leben gehört Gott. Das hast du immer gewusst. Richard Chamberlain sah so unglaublich gut aus in seinem Ornat.
so. Also man musste sich verlieben in ihn. Der Höhepunkt. Ja, alles begann damit, dass Pater Ralph in die australische Einöde verbannt wurde. Das kann passieren, mir geht's manchmal auch so, aber heute ist er extra aus Hawaii angereist. Ich freue mich riesig auf Richard Chamberlain! How sweet. Das ist super nett. Perfect. Vielen Dank. Okay. Schön, dich auch. Danke. Wow. How sweet. Thank you. Wie nett von euch. Danke nochmal. Ja. Die Menschen sind... I like your outfit. Oh, thank Ein you toller so much. Anzug. Er mag mein Outfit. Ich bin sehr aufgeregt. Mr. Chamberlain, Sie haben es gehört, die Menschen hören nicht auf zu klatschen. Und in Deutschland, die Dornvögel, das haben 20 Millionen Menschen damals gesehen. Yes. Wie erklären Wirklich? Sie sich diesen unfassbaren Erfolg? Ah, it's such a wonderful story. Das ist story, so eine schöne Geschichte, eine tolle Geschichte. And it was so beautifully cast, und es war auch so gut besetzt and so well directed. Und so gut Regie geführt and wurde. A great love story. I think eine großartige Liebesgeschichte. Und ich denke, jeder liebt doch eine gute Liebesgeschichte. Das war wirklich eine der besten Liebesgeschichten, die je gedreht wurde. Die Serie hat ja für eine ganze Menge Aufregung gesorgt. Ich zeige jetzt mal eines unserer ehemaligen Lieblingsmagazine, das es nicht mehr gibt, im Himmel sei Dank. Was soll ich gut mal gesehen, weil... Also es hat für viel Aufregung gesorgt, verbotene Liebe. Was haben Sie mitbekommen? Was gab es da für unglaubliche Reaktionen auf die Serie damals? Well, nun, there was tremendous excitement, especially es gab about wirklich that sehr viel Aufregung, insbesondere um die Liebesszene. Denn das kam ja relativ spät in der Serie vor und die Umstände hielten die Liebenden so lange voneinander getrennt, dass in England zum Beispiel, als diese Szene gezeigt wurde, nach der Ausstrahlung die Stromnetze zusammengebrochen sind, weil alle endlich zu ihren Teekannen gerannt sind, um heißes Wasser aufzusetzen und dann fiel der Strom aus, weil alle so aufgeregt waren. Das ist also, die Engländer mussten sich also erstmal bei einem Tässchen Tee entspannen und ich glaube, in der katholischen Kirche gab es sicherlich auch viel, viel Aufregung, also in der Kirche allgemein. Gab es da auch Reaktionen? Hat man da was mitbekommen? Yes, the ja, die katholische Kirche, ich meine, man muss bedenken, das war ja vor 20 Jahren. Die katholische Kirche war damals nicht sehr froh über diesen Film. Und zwar nicht besonders froh. Gar nicht mal so sehr, weil Father Ralph diese Affäre hatte, sondern weil das so lange anhielt, so lange dauerte, das ganze Leben lang. Ja, ich glaube... Ich glaube, das war das große Drama für die Kirche, weil das passiert ja doch, glaube ich, tagtäglich bei vielen Priestern, dass das das ganze Leben dauert und wir wissen es nicht, well, aber yes. ja. Nun ja, manchmal ist es anders, nicht? Viele, was viele nicht gewusst haben, ihre Partnerin, Rachel Ward, um die sie ja viele beneidet haben, viele Männer, vielleicht auch die eine oder andere Frau, Willi, ja. Und die ist aber nicht mit ihnen zusammengekommen, sondern mit einem Schauspielkollegen aus den Dornenvögeln. Also die haben wir hier zusammen auf dem Foto. Yes. Ja, absolut. Da gab es ein Happy End hinter den Kulissen. I thought, yes, it was. Ja, genau. I thought Rachel was falling ich dachte, in love with me, Father Rachel Ralph, würde mit Pater Ralph sich in Pater Ralph sich verlieben, aber sie hat sich in und meinen Kollegen Brown, der ihren nicht so netten Ehemann gespielt hat, in den hat sie sich verliebt und sie leben zusammen in Australien, haben tolle Kinder und sind sehr glücklich zusammen. Und so haben wir ein Happy End in der Dornvögel. Ja. Wir haben ja eben einen Kollegen von Ihnen kurz singen hören aus der Enterprise, Star Trek. Und
Sie haben auch gesungen, Sie haben viel gesungen, glaube ich, und da hören wir auch mal rein. Nämlich in Love Me Tender. Love Me Sweet. Never let me go. Ich kann darüber eine Geschichte erzählen. Das ist schön. When I was playing Dr. Kildare, als ich Dr. Kildare gespielt habe, dann haben wir in den MGM Studios damals aufgenommen. Und Elvis Presley drehte nebenan einen Film im gleichen Studio. Und ich habe ihn getroffen und bin dann zu ihm auf die Bühne gegangen, auf der er filmte, und er sagte, dass er meine Love Me Tender Version in seiner Jukebox hat. Das war wirklich eine Riesenehre für mich. Also ich meine, wo man sowieso sagen kann, er hat viel, viel schöner gesungen, als Elvis Presley jemals geschauspielert hat. So gut. Die Schauspieler, die Hexe. In Amerika ist gerade Ihre Biografie erschienen, Shattered Love. Was hat Sie dazu bewogen, nach all den Jahren jetzt mal was Privates preiszugeben mit Ihren Memoiren? Well. Nun, ich wollte über das Leben schreiben, und je mehr ich darüber geschrieben habe, umso mehr habe ich über das Leben gelernt, und umso mehr habe ich auch über mich selbst gelernt. Und das war eine großartige Erfahrung. Was ich ganz großartig natürlich auch finde, ist, dass Sie zum ersten Mal auch darüber sprechen, dass Sie einen Mann lieben, was für die vielen, vielen weiblichen Fans oder überhaupt für die Menschen auf dieser Welt vielleicht ein bisschen überraschend kam, die Sie als dieses große Frauenidol immer gesehen haben in all den Filmen, in all den Stoffen, die Sie gemacht haben. Yes. War das ein schwerer Schritt oder? It was somewhat difficult. Ja, das war eine schwierige Entscheidung. Aber während der Arbeit an dem Buch ist mir klar geworden, dass das eigentlich gar kein Thema ist. All die Angst, die wir darüber haben, über solche Dinge, sind doch Unsinn, sind Quatsch. Ich bin jetzt seit 28 Jahren mit meinem Partner zusammen, und das ist die schönste Liebe, die man sich vorstellen kann. Das ist unglaublich. Und warum sollte das falsch sein? Warum sollte irgendjemand etwas dagegen haben? Mr. Chamberlain, wir möchten uns ganz herzlich bedanken für all die wunderschönen Dinge, die Sie uns gegeben haben im Theater, im Film und im Fernsehen. Es war wunderbar, dass Sie hier waren. Vielen, 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 vielen Dank. Mr. Chamberlain, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Wir machen jetzt. Vielen Dank. Wir machen jetzt einen Ausflug in die 60s. Hier sind die Plätze 19 und 18. Vielen, vielen Dank. Erik Oder als Kommissar ein Phänomen, weil er ja immer denselben Gesichtsausdruck hat. Der Mann hat sich Jahrzehnte durch diese Serie gespielt mit einem einzigen Gesichtsausdruck. Was ist denn? Wie reden Sie denn mit meinem Vater? Nichts ist nichts Besonderes. So. Glauben Sie, dass Sie herausfinden? Über 30 Millionen Zuschauer saßen freitags um 7:45 vor dem Fernseher. Ja, ja. Sie haben recht, man gehört sich ja nicht nie ganz daran. Ich bin mal mit Erik Rohde über den Münchner Marienplatz gegangen, und da kam dann eine ältere Dame und hat gesagt, ah, gut, dass sie ihn treffe, sie, ihre Geldbörse sei geklaut worden, ob er sich darum kümmern könne. Also der war auch im Bewusstsein der Menschen, das war halt der Kommissar. Ist das Haus das einzige in dieser Gegend? Danke. Ja, es gibt noch ein Gasthaus, etwa einen Kilometer entfernt. Der Kommissar war ja eine der ersten Serien, wo andauernd gesoffen wurde. Prost. Whisky? Ja. Soda oder auf Eis? Zwei Bier oder ein Sixpack oder so. Also die waren immer gut zugedröhnt. Wollen Sie etwas trinken? Vielleicht einen Schnaps? Ah ja, ich glaube, das können wir hier brauchen. Ja, danke, ich nehme auch. Dann nehmen Sie doch Platz. Trinken wir ein Bier zusammen? Der Rekord in Folge 19. 5 Schnäpse, 8 Whisky und 12 Bier. Den Fall löste Kommissar Keller trotzdem. Wasser, Herr Kommissar? Nein, danke. Ich bin eine Genie. Mit Zaubernde Genie fand ich toll, das habe ich super gern gesehen. Der Zaubernde Genie hat ja eben auch diesen Fantasy-Aspekt, ein Flaschengeist, der pling mittels Zauberei alles machen kann. Sie konnte Dinge machen, die sonst eine Frau mit dem Gehirn einer Frau nie geschafft hätte. Die hat immer so gemacht, immer genickt und lebte in einer Flasche. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, der erste Puff Europas.
völlig fasziniert davon, dass die so ein tolles rosa Kostüm hat, so dieses Pink. Ich bin ja in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Pink überhaupt gibt. Aber sie selber war mir ein bisschen zu devot. Sie war mir ein bisschen zu sehr hinter Larry Hagman her. Oh, Meister! Larry Hagman war immer ein sehr gut aussehender Junge, fand ich. Tja, der Major Nelson, der hat es nicht einfach gehabt mit der Genie. Wenn man so Frauen dabei hat, die hexen können, das kann sehr, sehr schwierig werden. Genie! Genie! Du bist wieder da. Genie war, ist vielleicht so auch die erste Art Traumfrau gewesen, die man dann so als Vierjähriger hatte. Aber da ging es, glaube ich, mehr darum, dass sie so ein schönes rosa Kleidchen hatte und so toll zaubern konnte. Da hat man ja noch nicht an mehr gedacht. Was kam später? Tja! Das hier, meine Damen und Herren, ist wirklich der Original Genie-Schleier aus der ersten Staffel, den hat Barbara Eden, die war damals übrigens schwanger, genommen, um ihr Bäuchlein zu verstecken. Ach, das würde mir ja auch durchaus stehen. Hier. Das ist jetzt nicht die Originalflasche, aber die Originalflasche sah ja genau so aus. Was denkst du, was die war, bevor sie zur Genie-Flasche machten? Eine Vase. Nee, das war eine Whisky-Flasche. Ach. Die haben die einfach bemalt und dann wurde das die Genie-Flasche. Also man sieht, die Amerikaner, die kippten den Whisky raus, ne, und machen ein Requisit raus. Und die deutschen Schauspieler, die kippten die Flaschen rein und machen eine schöne Krimiserie. Der Kommissar, ne? So war das. Ja, aber gleich gibt es sicher noch andere Kommissare und Helden, die weniger getrunken haben. Und in der Werbepause gehen Sie bitte nicht zum Kühlschrank, sondern drücken auf Ihre kleine Fernbedienung, denn im RTL-Text, da finden Sie die 80 Bestplatzierten. Und außerdem können Sie noch 5.000 Euro gewinnen. Ja, was wollen Sie denn noch? Bleiben Sie dran! Nutzen Sie Ihre Chance auf 5.000 Euro. Wir wollen wissen, auf welcher Insel ermittelt TV-Detektiv Magnum? A. Hawaii oder B. Helgoland? Rufen Sie an 01379 200 400. Den Gewinner geben wir nächsten Samstag im Showfinale bekannt. TV-Hits aller Zeiten mit dem TV-Hit Heller von Sinnen. Schatz, bei dir hätte ich ja eher gedacht Comedy-Krimi-Fan, aber du bist ein ganz großer Western-Serien-Fan. Ja. Die Western-Soap an sich begeistert mich. Welche denn so? Alles. Bonanza, High Chaparral, die Leute von der Shiloh Ranch. Das geht sogar so weit eben, dass ich die Waltons noch mag, obwohl die 1942 schon Telefon und Autos hatten. Trotzdem. Ja, Hauptsache irgendeiner hat einen alten Hut auf, eine Jeans und so ein bisschen Knatter-Knatter-Musik. Aber meine absolute Lieblingsserie, und ich darf es bitte in die Kamera halten, weil du hast es mir besorgt. Unsere meine Lieblingsserie ist Unsere kleine Farm. Und ich habe ein Originalautogramm von Nellie Olson. Ja. Das war ein schöner Moment. Die ist ja mittlerweile... Das hast du mir besorgt. Das habe ich dir mitgebracht. Die ist nämlich mittlerweile Stand-Up-Comedian und macht eigentlich ganz andere Dinge. Aber die Menschen kommen immer noch und sagen, Nelly, gib uns dein Autogramm. Dann hat sie immer kleine Nelly Olsen Autogramme dabei. Und sie macht es aber ganz gerne. Ja. Welche Serie würdest du sonst noch? Ja, also Unsere kleine Farm ist klar, die möchtest du gerne sehen. Ja, die möchte ich bitte sehen. Ansonsten mochte ich gerne auch die zwei. Ja. Ich mochte Mannix. Ja, ich sag mal nichts. Ja. Also ich finde richtig gute Serien, die erkennt man ja eigentlich an dem einen Requisit. Also wie beim Kommissar, Whiskyflasche wäre es gewesen. Bei Spock die Ohren. Ja. Bei Derek der eine Gesichtsausdruck. Ja. Ne, also, das reicht alles. Aber jetzt auch das Haarteil. Das Haarteil bei Derek, bei Kirk und auch bei Lorne Greene und Pernell Roberts in Bonanza. Bei Derek fallen mir jetzt auch noch die Tränensäcke ein, aber das führt zu weit. Jetzt sagen wir, ein Requisit. Welche Serie ist das? Kojak. Guck mal. Obwohl, hatte der nicht runde Lollis? Unser Publikum weiß auch, das sind doch halbrunde Lollis hier. Ja, aber die sind doch flach, der hat ganz runde Lollis. Ich gebe dir jetzt so einen schönen Hinweis, das war ganz schön schwer, was, meine Damen und Herren, zu Hause. Jetzt kommen die Plätze 17 bis 15. Mein Gott, das war ein Sinn in mir. Der Mann mit dem Lolli, was natürlich eine unglaubliche Pointe war, weil er ja auch aussah wie ein Lolli ohne seine Haare, nicht? Das war so der Deo-Roller für King Kong. So war das hier. Sitzt meine Krawatte richtig? Alles korrekt. Das beruhigt mich. Ganz cool, ganz cool. Kojak, der war doch cooler als cool. Lieutenant, ich... Lockenköpfchen. Bevor Sie mir hier noch vor Müdigkeit aus dem Anzug rutschen, steigen Sie lieber ins Bett. Hm? Aber allein. Ist ja ein Chicken-Baby. Entzückend. Entzückend, Baby.
Oh, endlich mal was Gesundes. Das war damals der Abt, das war absolut unfassbar, dass ein Mann und vor allem ein Polizist die ganze Zeit nur Süßigkeiten für Dreijährige lutscht. Nicht nur in der Serie, auch privat griff Telly Savalas gerne zum Lolli. Was der Mann an nahrungsmitteltechnischem Scheißdreck in sich hineingefressen hat, allein mit diesen Teilen, kein Wunder, dass er Haarausfall hatte. Dafür sind ihm wahrscheinlich nicht nur die Haare, sondern dann auch alle Zähne ausgefallen. Hä? Lecker. Das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär. Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau. Einfach toll. Übrigens, ich bin Max und ich kümmere mich um die beiden und das ist nicht einfach. Denn ihr Hobby ist mörderisch. Hart aber herzlich, Robert Wagner und Stephanie Powers. Sie gerieten immer in irgendwelche Kriminalfälle rein und hatten dann so einen, ja, sechsten, siebten, achten Sinn für bestimmte Sachen. Was ist denn los, Mr. Hart? Alles raus hier, schnell, eine Bombe! War immer schön, wie gerne die sich hatten. Das habe ich total gerne gesehen. Und ich war auch in Jennifer Hart, war ich auch verknallt. Feiern wir heute Abend was, wovon ich nichts weiß? Nein, das soll nur bedeuten, dass ich glücklich bin, dass es uns gibt. Dass wir zusammen sind und dass wir uns lieb haben. Die Schlussszene war immer, dass die Jennifer zu ihrem Mann sagte: Jonathan, mach das Licht aus. Schalte bitte das Licht aus. Hallo Seemann. Dann denken, haben die gebrettert und wir haben dann wieder eine andere Serie gucken müssen. Mit Schirm, Charme und Melone war meine absolute Lieblingsserie. John Steed und Emma Peel. Und die war die erste Serie, die zeigte, dass man eben auch mit Humor, mit schwarzem Humor, mit Ironie und Witz und Charme an einen Krimi und an eine Serie herangehen kann. Alter 41, stammt aus einer alten Varieté-Familie. Das könnte seine Abschiedsvorstellung sein. Leicht. Wo wollte er denn hin? In die Schweiz. Eine 7. Reise in 4 Wochen. Hm. Vielleicht lernt er dort jodeln. Emma Peel? War natürlich was ganz, ganz Besonderes. Da war ich ja so mitten in der Pubertät, das war so auch Mittelpunkt meiner angefeuchteten Träume. Die Frau war damals schon so gekleidet, wie man eigentlich damals nicht gekleidet war. Das war also extrem, wirkte alles extrem sexy. Zu sexy für das ZDF. Diese Folge wurde nicht ausgestrahlt. Sie konnte Karate, sie konnte schießen, sie war wach im Kopf, sie war emanzipiert. Emma Peel hat, glaube ich, für die Emanzipation überhaupt der Frau im Fernsehen und auf der Welt mehr getan als Mutter Beimer und Alice Schwarzer zusammen. Peely, ich tipp mal drauf, Emma Peel ist wieder was für dich. Ja, aber ich war zum Beispiel in Emma Peel nicht so verknallt, wie ich immer in die anderen verknallt war. Ja. Die war halt für mich mehr so eine Kumpelfrau, dadurch, dass sie so tough war. Was die, alles die war konnte. Für mich kein Sexobjekt. Also hier ein Blick auf, also die Adresse habe ich jetzt nicht von Diana Rigg. Sie ist heute Kanzlerin unter anderem der Scotland Stirling University. Sie ist natürlich vor allem immer noch eine große Schauspielerin auf der Bühne und sonst wo. Ach, überall. Schön. Ja, Medea spielt sie und so schöne Dinge. Wir haben es ja gerade gehört, im ZDF waren 4 Folgen insgesamt sogar zu sexy, die konnten sie nicht ausstrahlen. Ja, da ist man sehr streng beim ZDF. Das Lustige daran war, die wurden dann verliehen bei einem sehr schönen kleinen Unternehmen. Die wurden dann verliehen als Filme, da stehen sie, alle 4, für 16,90 €. Die konnte man dann einen Monat behalten und zu Hause dann abspulen. Nee, hättest du da auch zugegriffen? Ich bin völlig von sich. Ja, Super 8 oder was? Oder ja, Video gab es doch nicht, Video oder? Gab's nicht. Es war wirklich Super 8. Unglaublich. Ist doch unglaublich, nicht? Ich meine, dass Emma Peel vom ZDF nicht gesendet wurde, weil sie zu sexy war, ist eine Sache. Aber dass es da Fans gab, ja, die so besessen waren von Diana Rigg, dass sie eine Filmfirma gegründet haben, Diana Rigg verpflichtet haben und dann mit ihr zu drehen. Hier, diesen Film zum Beispiel. Das ist Diana Rigg, bekannt aus Emma Peel. Ja, das haben die gemacht. 3 Filme wurden damals mit ihr so gedreht. Und wir sehen da mal einen kleinen Ausschnitt. Thank you.
meine Damen und Herren. Was war das? Er hat die Schläge höchstpersönlich eingesteckt. Wir haben ihn eben im Film gesehen, er ist heute Rentner hier bei uns. Ich meine, die Rentner sind eigentlich geschlagen genug. Aber hier ist der Hans-Georg Tiedemann. Herr Tiedemann, wie ist er jetzt? Da guckt man jetzt drauf und fragt sich natürlich erstmal, was waren denn das für Filme? Ich meine, es waren Kurzfilme, die dauerten nur 4 Minuten? Ja, 4 bis 5 Minuten. Da gab es diesen schönen Musikhintergrund, aber es hat keiner gesprochen, oder? Nein. Also, wer hatte denn die Idee und was war die Zielgruppe? Wo sollten die laufen? Wer wart ihr, dass ihr mit Emma Piel gedreht habt? Ja, das fing ganz komisch an. Erstmal, zu der damaligen Zeit brauchte man noch nicht selbst tanken. Ja. Und die Scheiben sauber machen und das Öl kontrollieren. Stimmt. Man saß also 5 Minuten im Auto. Ja. Und da hatten wir den Gedanken, auch da zeigen wir dein kleines Filmchen. Wie? Also im Auto und der Tankwart projiziert Super 8 Filme, wohin? Da kleinen Monitor. So wie wenn man im Phantasialand lange warten muss. War das denn Ihre Tankstelle? Gehörte Ihnen die Tankstelle? Nee, wir wollten das. Sie wollten das kommerziell an allen Tankstellen anbieten, kleine Filme mit Emma Piel. Ja. Um die Zeit nicht, zu nicht nur Emma Piel, generell kleine Filmchen. Ach gut, hat die Filmfirma dieses mutige Projekt überlebt? Nein. Nein. Ich hatte es mir jetzt fast gedacht. Also, die ganze schöne Tankstellenidee, daraus ist nichts geworden. Da ist nichts draus geworden. Es blieben dann nur die Erinnerungen und diese schönen kleinen Filme. Sie gucken sich die manchmal noch an, oder? Kann ich leider nicht, weil ich habe keinen. Oh, das kann aber doch nicht so bleiben. Wieso haben Sie keinen von diesen Filmen? Das ist alles verloren. Komisch irgendwie ist das alles. Das ist so eine ganz tolle Geschichte. Das müssen Sie Ihren Enkeln doch vorführen. Ja, eben. Ne? Ja, also was tun wir denn da, Heli? Was tun wir da? Ich weiß es nicht. Du bist doch beim Fernsehen. Besorg den Mann die Filme. Ich bin doch beim Fernsehen. Und ich meine, RTL sieht das sicher jetzt überhaupt gar nicht. Da schenke ich Ihnen doch einfach mal diese schönen Filme, die Sie gemacht haben. Wir haben da auf Video und auf DVD. Dankeschön. Und dann können Sie sich die endlich zu Hause anschauen. Dankeschön. Ja, wir freuen uns, dass Sie hier waren. Ich meine, so ist es doch wieder wie in einer guten Serie. Es geht schön mit einem Happy End zu Ende. Nächste Woche geht's weiter mit den besten Kultserien. Die Plätze 14 bis 1. Wo landet der Tatort und wo Alf? Null Probleme. Und welche ist die beliebteste Serie aller Zeiten? Dirk Bach verrät es Ihnen. Nächsten Samstag.